Warum habe ich da die ganze... Warum habe ich da vorhin nicht schon drauf geklickt? Das hätten wir. Mal gucken, was passiert. In einer Welt aus Dunkel und Licht wollten sich zwei kleine Schwestern in ihrer Anmut stehlen. Aber keine der beiden konnte entscheiden, ob was sie taten, war richtig oder nicht. Mia war wütend und Clara war traurig, weil sie verrückt waren, glaube ich. Oh, verrückte kleine Mädchen. In ihren Köpfen. Edward, das Wesen der Nacht. Er erschien immer in Träumen oder Realität, lehrte den Mädchen die Pracht der Dualität. Aber was sie nicht verstanden, in Edward einen Freund sie fanden. Edward war die Verbindung zwischen Licht und Dunkel. Er war grau. Aber Clara und Mia entschieden sich, Edward ein für alle Mal loszuwerden. Stirb, stirb, sagten sie zum Wesen der Nacht. Doch haben sie sich gegenseitig umgebracht. Tot und fort. Die Schwestern beklagten sich übereinander. Es ist alles deine Schuld, Clara. Es ist alles deine Schuld, Mia. Dann besuchte Edward sie ein letztes Mal und er sprach: Ihr beide seid gefangen in der Welt der Trennungen. Aber ich gebe euch eine Chance. Die Welt war gemein zu euch. Man nähte eure Körper zusammen, um zu beweisen, dass es geht. Sie gaben euch einen Spiegel, um euch zu vergleichen. Ich gebe euch nur das, was ihr schon habt. Und eine einzige kleine Chance, den Sinn des Lebens zu verstehen. Aber die Uhr tickt. Ihr habt Zeit, bis eine schwarze Katze verschwindet, um die magische Tür des Brunnens geöffnet wird. Finn. Okay, scheinbar haben sie es verbockt. Die Chance. Es war scheinbar ganz genauso geplant, was wir mit ihnen machen. Gut, tja. Gut. Uns fehlt immer noch die Substanz. Kann ich da nicht irgendwie was draufschreiben, dass wir das schon haben? Ach was, was? Ich glaube, ich habe das AFM. Ich glaube, das sind die Feuerwehr. Willst du mich verarschen? Och, komm. Was zum Teufel? So, und jetzt? Was ist in der kleinen Flasche? Oh! Oh! Okay. Okay, okay. Also ich hatte... Also man musste im Grunde eigentlich nur nach dieser Anleitung hier das Zeug reinfüllen. Gut, das hier war jetzt wieder Zufall. Ich dachte, okay, da ist ein Blatt Papier, vielleicht kann ich was draufschreiben oder vielleicht kann ich es abhaken.
Hätte nicht gedacht, dass ich es wirklich abhaken kann, weil die Feuerbären das FM-Dingens, das AFM sind. Wie kann ich das jetzt nehmen? Kann ich das abschneiden? Oder muss ich das hier rein? Ich glaube, ich bin fertig hier. Das ist schön, dass du fertig bist. Aber wie kriege ich das jetzt da weg? Das ist eine gute Frage. Kann ich denn ihn ansprechen dafür? Bring die Wasserpumpe ins Laufen und misch den Treibstoff. Folge einfach dem Wand hoch. Gut, okay. Gucken wir mal da oben. Da stand ja auch eine Anleitung, ne? Okay. Das hier muss so stehen. Das muss so stehen. Kommt kein Gas aus den Rohren. Vielleicht so rum. Ah, jetzt. Sehr schön. Gut. Fertig. Fran, ich hab's geschafft, den Autopilot zu reparieren. Brauchst du Hilfe? Ich glaube, ich habe das ganz gut hinbekommen. Ich habe alles getan, was du gesagt hast. Sehr gut, Fran. Alles scheint perfekt zu funktionieren. Ja, alles sieht super aus. Was tun wir jetzt? Naja, ich wollte dich fragen, ob du Angst vor Hasen hast. In einem der Räume ist ein kleiner Hase und ich habe große Angst vor ihm. Würdest du mir helfen, ihn loszuwerden? Ein Hase? Das kommt wohl auf den Hasen an. Bei allem, was ich gesehen habe, kann ich mir nicht nur eine Art Hase vorstellen. Ist es ein Schokohase? Oder einer mit Hörnern und bösen Augen? Oder eine Art Fliege, die gerade um mich rum... Geh weg! Das musst du selbst sehen. Er hat eine rosa Nase und blaue Schuhe. Er sitzt einfach da, blinzelt nicht, bewegt sich nicht, starrt nur vor sich hin. Das klingt wirklich gruselig, aber ich muss ihn sehen, sonst weiß ich es ja nie. Du bist sehr mutig, Liebes. Folge mir. Jetzt kommen wir bestimmt in den Raum, wo ich die ganze Zeit rein wollte, aber nicht konnte. Jupp. Dann schauen wir uns diesen komischen Hasen mal an. Da, siehst du? Er sitzt einfach da. Ist das nicht ein komisches Verhalten? Wo ist denn hier ein Hase? Ach, da! Was? So wie ich das sehe, ist das nur ein Spielzeug. Das wird sich nicht bewegen. Würdest du bitte versuchen, mit ihm Kontakt aufzunehmen? Ich traue mich nicht. Okay, ich nehme den Hasen, zeig dir, dass du keine Angst haben musst. Und jetzt werden wir gefressen, pass mal auf. Ich will da nicht hin. Siehst du? Nur ein flauschiger Hase. Nichts, vor dem man Angst haben sollte. Und jetzt wird's angesprungen. Oh, du hast recht, Fran. Ich muss keine Angst haben. Was? Geh nicht, Mr. Midnight. Das ist nicht komisch. Jetzt sind wir bestimmt eingesperrt. Der hat uns doch hier reingelockt, oder nicht? Mr. Midnight, sag etwas. Bitte nimm mir mein Kätzchen nicht schon wieder weg. 4. Da ist schon wieder dieses Etherster-Zeichen. Da haben wir 1. Ena. Ein Schiffchen. Ein Bleistift. Oh, ein Schraubenschlüssel. Es geht nicht. Was soll ich tun? Ah, das ist ein Aufzug. Ein mechanischer Arm. Lebst du noch? 2 Ds. Was? Ena. Ds. Ena Destri. Ena Destrigrat. Ena Destrigrat
Des. Nee, da hinten ist es. Schenk. Was haben wir hier? Ach, guck mal, da brauchen wir bestimmt den Schraubenschlüssel. Ach so, ich kann... Ach so, sag das doch, dass ich das selber bewegen muss. So, was haben wir denn hier? Da fehlt was. Sieht aus wie ein Ventilator. Kabel, die miteinander verbunden sind. Als bräuchte die Maschine Energie, um aufzuwachen. Da könnte eine Batterie fehlen? Nee, ich dachte schon. Wisst ihr, weil hier solche weißen Böppel sind, deswegen dachte ich, das könnte da reinpassen. Weißt du? So, ich gehe jetzt. Wir gucken erstmal hier. Wir gucken erstmal hier. Siehst du, haben wir eine Karotte. Kann ich diese Karotte dem Hasen geben? Nö. Mann, warum hast du Edward erschreckt? Naja, du bist sehr süß. Ich weiß nicht. Ich traue Edward irgendwie nicht. Ich meine, der ist jetzt irgendwie rausgerannt, hat die Tür zugemacht, hat abgeschlossen, hat unsere Katze noch mitgenommen. Das ergibt irgendwie nicht wirklich Sinn. So, stellen wir uns mal da drauf. Oh, danke schön. Eine Batterie. Die können wir doch gleich hier einsetzen. Ja, es klappt. Sehr gut. So, schauen wir mal hier. Was ist das denn bitte? Das Killerkaninchen? Ah, ein mechanischer Hase. Nicht sehr süß. Oh, was haben wir denn hier für Zahlen? Boah, könnte das mal aufhören, so verschwommen zu sein? Ich erkenne die Zahlen nicht. Das sieht aus wie eine 9, wie eine 6. Und das ist, keine Ahnung. Ach, da ist bestimmt drauf geschmiert, wenn ich hingehe. 8, 9. Das könnte, das sieht aus wie eine 4. Nee, das ist eine 6. Noch eine 8. Aber in die andere Richtung. Ein schöner Hase. So. Kann ich das irgendwie verstellen? Das ist ja unten. Oder muss ich irgendwo irgendwas eingeben? Gibt es irgendwo einen Zahlencode? Ein Baum. Hat ein Papierschiefchen gebastelt. Durch den Knopf hat sich der Boden geöffnet. Ich kann nicht auf den Aufzug, wenn er oben ist. Ich kann nicht auf den Aufzug. Kann ich das drehen? Ah, okay. Sehr schön. Jetzt aber. Okay. Hier haben wir automatisch die Pillen genommen. Ein Wassersymbol. Ich glaube, das ist mit etwas verbunden. Ich glaube, da fängt Regenwasser auf. Hm? Ja, seid ihr... Scheiße. Boah. Mami? Papi? Wer hat euch das angetan? Ach, da bewegt sich das hier. Okay. Okay.
Ein Wassersymbol. Niemand drin. Macht man hier mit dem Wind? Kann ich das abschalten? Ja. Puh. Kann ich da hin? Der Dieb weiß immer, was zu tun ist. Ah, ah, ah. Wir haben unten doch die mit da, Dinge mit den Pfeilen gesehen. Wir hatten hier doch Zahlen mit Pfeilen. Ich vermute mal, dass hier die Reihenfolge stimmt. Das haben wir hier 3, 4, 5 und 1. Das heißt, die 1 wäre dann hier. Ich mache mir hier gerade mal ein paar Notizen. Also einmal 8 rechts. Ist hier auch noch was? Ja. Gut, 8 rechts. 3, 4, 5. 2 auch noch was? Nee, da ist das Viech im Weg. Dann haben wir 8 links. 8 dann hatten wir hier, genau. Sechs rechts. Oh, Momente mal. Ich habe da eine Idee. Warte mal. Weil der steht vor dem Zweierzettel und wir haben eine Karotte. Kann ich den irgendwie da mit wegkriegen? Ah, guck da. Sag ich doch. Die 2. 5 rechts für die 2. So, dann haben wir 1, 2. Also hier haben wir die 8 nach rechts. Müsste das jetzt aber nicht normalerweise links sein? Weil das bei Tresoren wechselt sich das doch eigentlich immer ab, oder? Ich mache das mal anders. Zettel 1, 8 rechts. Zettel 2... 5 rechts. Zettel 3 war, glaube ich, 8. War das 8 links? War das das? Ja, 8 links. Dann hatten wir hier die 4. 6 rechts. Ups. Na, was schreibe ich denn da zusammen? Die 4 war 6 rechts. Und dann haben wir da die 5 noch. Mit 9 links. Hier 5, 9 nach links. So, das haben wir. Jetzt ist nur die Frage. Haben wir denn hier noch was? Grüne Blätter, okay. So, jetzt ist nur die Frage, ob diese Reihenfolge da auch stimmt. Das heißt... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, perfekt. Super. Sehr schön. Oh, jetzt ist hier aber dunkel. Sehr schön, es hat gestimmt. Also das mit dem rechts, links hat gepasst. Ich habe halt einfach nur bei dem 2, wo hintereinander rechts waren, habe ich halt als eine Zahl genommen. Ne? Also statt 8, rechts sind es dann halt 13 rechts gewesen. Super. Hätte ich nicht gedacht. So, kann ich denn hier Licht machen? Nö. Ich sehe so schlecht. Es ist dunkel. Ja, ich weiß ja auch nicht. Ich habe nur Streichhölzer. Soll ich die Bücher abfackeln oder wie? Oder warte mal.
Ist hier vielleicht irgendwas anders? Irgendwie nicht. Ich sehe so schlecht. Ja, das ist ja schön für dich. Oh, Alter, mein Herz. Was? Überraschung. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Eine Geburtstagsparty? Boah. Ich dachte, du wolltest bis der Midnight töten. Du hast gelogen. Ja, wir haben dich angelogen. Und deine Aufmerksamkeit in eine andere... Um deine Aufmerksamkeit in eine andere Richtung zu lenken. Alter, habe ich mich erschrocken. Tut mir leid, dass ich dich reinlegen musste, meine Freundin. Wir wollten dich überraschen, meine liebe Fran. Komm, iss Kuchen. Okay, danke, Kätzchen. Du hast mich wirklich überrascht. Danke, Edward. Boah, Alter. Oh, jetzt habe ich den, das habe ich den Satz übersprungen. Und wir haben was ganz Besonderes für dich. Vor allem auf dem Schiff. Das heißt, alle, ob geboren oder hergestellt, hier biete ich her. Ich hoffe, du findest es lehrreich. Wow, das Geschenkpapier ist toll. Darf ich es aufmachen? Ja, mach schon. Mach auf mit einem blutigen Messer. Das sieht aus wie ein Schuh. Hä? Wow. Oh. Wow, eine Katzenpuppe. Oh, vielen Dank. Ich liebe sie. Sie ist wunderschön. Sie könnte deinen Augen eine neue Sichtweise geben, weißt du? Wie in der Unrealität. Ist das das, was passiert, wenn ich die roten Pillen nehme? Sehe ich dann die Ultra-Realität? Hat er jetzt gerade Unrealität oder Ultra-Realität gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Das kommt drauf an. Möchtest du Erklärung? Ja, bitte. Ich bitte darum. Schau mal, was du siehst, ist eine Mischung verschiedener Realitäten. Und die Ultra-Realität ist wie ein unsichtbarer Raum, in dem alles gleichzeitig existiert. Zum Beispiel haben wir genau an dieser Raumzeitkoordinate eine Geburtstagsparty. Aber in der Ultra-Realität passieren die ganze Zeit andere Dinge. Langsamer, schneller oder einfach unsichtbar für das menschliche Auge. Nur durch die Zeit können Menschen die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft definieren. Dinge definieren schottet die Realität ab. Es gibt Menschen eine Chance, ihre Umwelt zu verstehen. Du hast eine andere Wahrnehmung der Umgebung. Sie ist nicht an Definition gebunden. Verstehst du, was ich sage? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube schon. Ich fühle mich schwindelig. Ah, das könnte am Auf und Ab des Schiffes liegen. Puste die Kerze jetzt aus, Liebes. Wir sind fast da. Du meinst, wir sind gleich zu Hause? Hast du das gehört, Kätzchen? Ja, wir sind gleich da. Wirklich? Wow, wie aufregend. Okay, los geht's. Oh nein. Nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, 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 nein. Oh Gott, was passiert? Mr. Midnight, geht's dir gut? Mir geht's gut, aber ich hoffe, das Schiff geht nicht kaputt. Das klingt gefährlich. Fran, du musst mir helfen. Ich muss die Maschine wieder steuern. Der Autopilot wurde von den Kamalas zerstört. Einer lebt noch. Du musst ihn loswerden. Finde ihn, schnell. Wie mache ich das? Wasser, das säubert. Beeil dich. Vergiss nicht, er versteckt sich. Oh mein Gott, Kätzchen, ich habe Angst. Ich auch, meine Fran. Wir müssen den Kamala finden. Ich hoffe wirklich, dass Wasser ihn zerstören kann. Gehen wir. Den Kamala, Wasser, wir haben kein Wasser. Wir müssen erstmal Wasser finden. Ich würde sagen, wir nehmen das Wasser, wo einfach hier ist, oder? Kann ich das bitte mitnehmen? Kann ich das Wasser wieder rausnehmen? Der Eimer passt nicht rein. Der... Schade. Ich dachte, ich müsste das jetzt vielleicht durchschneiden und darüber das Wasser rauslassen. Wasser sollte helfen. Kann ich das Zeug irgendwie nehmen? Nö. Wo kriege ich denn Wasser her? Schon wieder. Musst du vielleicht mal auf Klo oder so? Ich brauche Wasser.
Okay, tschüss. Ich habe den Kamana gefunden. Gibt's hier irgendwas Neues? Nö. Ich guck jetzt einfach mal. Ich guck jetzt einfach mal alles durch. Hallo, Mr. Hase. Ah, ich weiß, wo ich Wasser herkriege. Da oben war doch diese Gießkanne. Diese Teekanne. Ich muss einfach nur das Dingens auf die richtige Stelle stellen. Tada! Halt, warte, ich kann doch eigentlich hier runter, oder? Geht schneller. So, wir haben den Kamala gefunden. Jetzt sieht er aber anders da aus, ne? Jetzt ist er nicht mehr irgendwie so halb durchsichtig. Jetzt sieht es aus wie... Ich weiß nicht, das sieht aus wie von Chihiros Reise ins Zauberland, dieses Oben-Gesicht. So, einmal das Wasser überkippen. Lauf nicht weg. Wo gehst du hin? Das ist so ekelhaft. Ist der jetzt da durchgelaufen? Wo ist er denn jetzt hin? Muss ich jetzt wieder Wasser holen erst? Ja, wow. Oh, wobei, warte, das geht. Eine schrecklich gefährliche Waffe. Guck mal. Ah, shit. Bitteschön. Und nochmal. Nee. Jetzt so. Nochmal. Mein Gott, das Viech ist aber auch dämlich. Und nochmal. Ich glaube, ich bin den Kamala losgeworden. Ich bin die Beste. Ich sollte zurück zu Edward. Oh, Alter, wie sie hier oben aussieht. Pfui. Edward, wir haben es geschafft. Der Kamala ist weg. Er ist weg, ja. Aber es ist zu spät. Ich kann dich nicht nach Hause bringen. Wir stürzen ab. Nein, bitte, sag sowas nicht. Das ist nicht fair. Nicht fair. Ich werde immer auf dich aufpassen, Liebes. Und das Schiff stürzte ab, bis es zerstört war. Alles war zerstört. Und ich bin schon fett über der Zeit. Ende. Aber das ist ein sehr trauriges Ende, Edward. Erzähl mir bitte noch eine Geschichte. Na gut, das ist die Geschichte von Franbo und mir. Als sie mir versprach, niemals mich oder die Magie in allem zu vergessen. Versprochen, Edward. Ich werde dich nie vergessen. Gut, jetzt ist es an der Zeit zu schlafen. Erwarte mich in deinen Träumen, meine Freundin. Kapitel 4, Teil 2. Das Rezept des Doktors.